Also mir geht's heute mal wieder so ein bisschen gemischt. Ich habe natürlich ein bisschen Sorge. Ich bin super aufgeregt. Heute ist der Finaltag. Ich weiß nicht, was passieren wird. Es sind so viele Fragen in meinem Kopf. Ich hoffe wirklich, dass ich für all diese Fragen Klarheit bekommen werde. Es tut mir leid, Luisa, aber das dürfen wir dir nicht vorenthalten. Ich habe dir gesagt, dass ich heute noch was vorhabe. Ich wollte fragen, ob du bei mir schläfst. Ja, natürlich schlafe ich bei dir. Freust du dich? Ja. Lass ich dich hier küssen vor den anderen. Er ist mittlerweile so intim mit ihr, wie er es auch mit mir immer war, dass ich halt einmal erstens das Gefühl habe, dass da keine Liebe mehr sein kann für mich und dass er deshalb vielleicht auch ja, Gefühle für Jelis hat mittlerweile. Für mich sieht es schon so aus, als hätte er irgendwelche Gefühle für Jelis aufgebaut. Also es sieht auf jeden Fall danach aus, ja. Das waren die heftigsten Bilder bis jetzt. Man hat gesehen, dass sie ihm einen runtergeholt hat, wenn ich das hier so sagen darf. Es sah auch nach Sex aus. Ich kann es wieder nicht deuten, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall einfach ekelhaft und egal, ob Sex war oder nicht, es ist einfach, ey, krank.